Hallo, das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Mein Name ist Thomas Koschwitz und ich habe eine spannende Frau zu Gast, nämlich Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Die fällt natürlich schon durch ihren langen Namen auf, aber nicht nur das, sondern auch, weil sie klare Sätze in der Lage ist zu formulieren, sowohl im Fernsehen als auch im Deutschen Bundestag. Sie ist Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag für die FDP und in dieser Funktion natürlich auch sehr dicht an dem Thema dran, das viele in Deutschland, glaube ich, sehr beunruhigt, nämlich dass unser Bundeskanzler Olaf Scholz so zögerlich ist bei der Hilfe für die Ukraine, die ja im wahrsten Sinne des Lebens kämpfen um ihr Leben. Und mit ihr habe ich besprochen, wie das so ist, wenn man klare Sätze formuliert, wird man da auch angegriffen, als Kriegstreiberin beispielsweise. Das und mehr erzählt sie in diesem Podcast. Der Thomas Koschwitz Podcast. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende. Ich freue mich sehr, dass heute die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann bei mir zu Gast ist. Sie ist Vorsitzende des Verteidigungsausschusses und die Verteidigungsexpertin der FDP. In einem Punkt unterscheidet sie sich grundlegend von anderen Politikerinnen und Politikern. In der aktuellen Krisenzeit findet sie immer, und das beruhigt mich persönlich sehr, klare Worte, ist direkt und kritisiert offen die zögerliche Haltung von Kanzler Scholz im andauernden Ukraine-Krieg. Herzlich willkommen, Frau Strack-Zimmermann. Ich grüße Sie ganz herzlich. Sie waren, wenn ich das richtig mitbekommen habe, früher eigentlich dagegen, Waffen in Konfliktregionen zu liefern. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine gelten Sie jedoch als eine der größten Befürworterinnen. Wie kam es genau zu diesem Sinneswandel? Also wir haben in dem Ampel-Koalitionsvertrag gesagt, dass wir darauf achten, keine Waffen zu exportieren als deutscher Hersteller in Krisengebiete, zum Beispiel Thema Saudi-Arabien, im Konflikt mit Jemen und so weiter. Und das gilt auch nach wie vor. Die Situation jetzt ist eine völlig andere, weil da geht es um einen Krieg. Russland hat die Ukraine überfallen. Das ist ein barbarischer Krieg gegen die Menschen, Entschuldigung, in der Ukraine. Und die Situation ist deswegen eine andere, weil es da um einen Krieg geht gegen Freiheit, gegen Menschlichkeit, gegen Demokratie. Und das hat uns natürlich etwas anzugehen, nicht nur geografisch. Das ist von Berlin, sind Sie in 10 Stunden mit dem Auto in Kiew. Wenn Sie fliegen, brauchen Sie gerade 1,5 Stunden. Sondern weil es um etwas Grundsätzliches geht, den Angriff auf Freiheit und Demokratie. Und da müssen wir die Ukraine unterstützen, nicht nur wir als Deutsche, natürlich die Europäer, die NATO-Staaten. Und ja, da bin ich ein Befürworter, das war ich auch von Anfang an. Weil die Ukraine ist sehr wehrwillig und wehrfähig, aber ohne unsere aller Unterstützung wird sie diesen Krieg nicht gewinnen können. Olaf Scholz ist ziemlich in die Kritik geraten, nicht nur von Ihnen, sondern durchaus durch die Presse und von vielen Teilen der Bevölkerung, weil er so zögerlich agiert. Jetzt hat er im Deutschen Bundestag vor dem Marathon der vielen Gipfel, die jetzt anliegen und noch anliegen, auch an diesem Wochenende mit dem G7-Gipfel und so weiter, versucht im Deutschen Bundestag den Eindruck zu erwecken, jetzt reißt er das Ruder zum zweiten Mal rum. Ist ihm das gelungen? Also verbal reißt er das Ruder sehr häufig um. Die Zeitenwende-Rede war eine erste große Rede und dann war erstmal vor lauter Erschöpfung, kam dann offensichtlich nicht mehr viel. Er hat dann eine weitere Rede gehalten vor 14 Tagen und jetzt auch gerade wieder auf die Sie ansprechen. Und da analysiert er sehr klar und deutlich, dass es mit Russland keine Gespräche gibt, auch in Zukunft kein Verhältnis mehr geben kann angesichts dieses Mordens in der Ukraine. Und das war für mich als Verteidigungspolitikerin wichtig, dass wir so lange an der Seite, auch mit Waffen der Ukraine stehen, solange die Ukraine unsere Hilfe braucht. Und das ist eine sehr wichtige Aussage. Insofern sind die Reden von ihm, kann ich die immer 100% unterstreichen, bin dann auch immer begeistert und sage, jawohl, so ist es richtig und ich habe diesen Kanzler ja auch mitgewählt. So kann man vorgehen. Das eine ist aber das, was man sagt und das andere ist, was man macht. Und da ist es nach wie vor so, dass das Kanzleramt immer wieder, ich sage das jetzt mal nett, angeregt werden muss, böswillig sage ich, getrieben werden muss, auch den Worten Taten folgen zu lassen. Und da gibt es nach wie vor im Kanzleramt, im Umfeld des Bundeskanzlers, Menschen, die diesbezüglich immer noch nicht verstanden haben, dass dieser Krieg nicht zu gewinnen ist, wenn die Ukraine nicht Unterstützung braucht, dass dieser Krieg nur militärisch entschieden werden kann. Und ich sage das nicht gerne. Wissen Sie, also es ist nicht so, ich habe eine Familie, ich habe Kinder, ich habe Enkelkinder. Es ist nicht so, dass es mich begeistert, jeden Tag über Waffen zu sprechen. Aber es gibt Krisen auf dieser Erde, da setzt man sich nicht mehr an einen Tisch, um das zu klären. Das ist nämlich eine Kategorie,
derer, die menschlich miteinander umgehen, bei Krisen diplomatisch zu sein, Kompromisse zu finden, sondern wir haben es mit einem Wladimir Putin zu tun, mit einem Russland zu tun, was die Ukraine auslöschen will. Das hat Putin wiederholt geschrieben, ist noch gar nicht so lange her, hat einen Aufsatz darüber geschrieben im letzten Jahr. Seine Sprachrohre im Kreml, auch im Außenministerium, sagen unverhohlen, in 2 Jahren ist die ganze Ukraine weg. Also was ich damit sagen will, wenn einer sie umbringen will, dann sagen sie auch nicht, nimm einen Arm und ein Bein von mir, aber lass mich am Leben, sondern sie werden sich zur Wehr setzen und darum geht es. Und deswegen bin ich und nicht nur ich alleine, meine Kollegen in meiner Fraktion, aber auch im Ausschuss gibt es eine große Mehrheit dafür, dass wir die Ukraine weiterhin mit Waffen unterstützen müssen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende und wir reden über ihre Position und die Position, die Deutschland haben sollte und hat, zu weiten Teilen jedenfalls, in der Situation der Ukraine und den Menschen dort zu helfen. Jetzt kann man ja sogar schon im Internet nachlesen, was wir alles, also wir Deutschen und damit die Bundeswehr und die Rüstungsindustrie so liefern. Ist das so besonders schlau? Weil meine stille Hoffnung war immer, dass Olaf Scholz eigentlich zwar so zögerlich tut, aber es in Wirklichkeit gar nicht ist. Er war es aber offenbar in Wirklichkeit und hat eben nicht geliefert, obwohl das zugesagt war. Aber ist es jetzt so klug, dass alle mitlesen können, was wir liefern? Wenn ich das so sagen darf, ist es eigentlich witzig, dass Sie das sagen, weil in der öffentlichen Meinung wurde genau das gefordert, mehr Transparenz. Und wir haben das auch im Ausschuss immer wieder thematisiert. Da wurde innerhalb der Ämter, ich sag mal Ämter, Ministerien, also Wirtschaftsministerium, Verteidigungsministerium, Kanzleramt, wurde das sehr unterschiedlich gesehen. Ich begrüße das ausdrücklich und ich sage Ihnen auch warum. Weil auf dieser Basis kann man nämlich auch diskutieren, was wurde geliefert und was kann man noch liefern. Die Liste wird in Zukunft aktualisiert, aber natürlich nur dann, wenn das Material bereits vor Ort ist. Also hier wird keine Liste angefertigt, morgen um 12 Uhr passiert das und jenes. Aber ich glaube, der letzte Hornochse wird wissen, dass das eher nicht die Art ist, wie man damit umgeht. Doch ich glaube schon, dass diese Transparenz vonnöten ist, weil es um 2 Dinge geht. Das eine sind die Dinge, die geliefert wurden, brauche ich jetzt nicht wiederholen. Das sind viele in Anführungszeichen kleine Dinge von hoher Bedeutung. Also Schutzmaterial, Sanitätsmaterial, aber auch Benzin, kleine Waffen und so weiter und so fort. Alles, jedes wird gebraucht, ist im Einsatz, zum Teil natürlich auch schon verbraucht. Das zweite ist, und darum ging ja die Diskussion, um die schweren, um die großen Waffen, das ist ja ein Wort, die schwere Waffe, die der Bundeskanzler ja auch lange rhetorisch umschifft hat. Tatsache ist, eine schwere Waffe, das sind Artillerieraketen, um eben die Angriffe der Russen abzuwehren. Das sind möglicherweise Panzer, also Kampfpanzer bzw. Schützenpanzer. Das sind die Dinge, um die es jetzt geht, weil der Angriff der Russen hat so vehement zugenommen, während wir hier jetzt sprechen und während sich ja schon in Europa, ich will da keinem zu nahe treten, in der Öffentlichkeit das Thema ja schon etwas abnutzt gerade. Ich meine, ich erwarte nicht, dass jeden Morgen auf Seite 1 überall dieser Krieg ist, aber ich erwarte, dass wir darüber weitersprechen, solange er tobt. Und das bedeutet, dass Sie darüber sprechen, ich darüber spreche, wir darüber sprechen, um den Menschen klarzumachen, da tobt ein Krieg. Und jetzt auf die Liste zurückzukommen. Und da gibt es eben unterschiedliche Einschätzungen. Die berühmte, sehr, sehr, sehr schlagkräftige Panzerhaubitze 2000, eines der modernsten Artillerieabwehrsysteme, ist jetzt geliefert. Das ist wirklich eine gute Nachricht. Darüber hinaus wird in der kommenden Woche auch die Ausbildung gestartet mit Artillerieraketenabwehrsystemen. Das läuft jetzt alles. Und das ist auch gut, ganz ärgerlich, dass es erst jetzt läuft, weil hätten wir im März das Ganze angefangen, wären die Sachen schon längst in der Ukraine. Weil wenn wir uns heute entscheiden, wir wollen das und das, brauchen Sie Minimum 1 bis 2 Monate. Sie müssen die Ukrainer daran zumindest, wenn nicht ausbilden, es sind ja Soldaten, aber einführen in die Systeme. Das ist ein logistisches Thema, das wird ja nicht einfach mal fröhlich irgendwo hingeschoben. Das heißt, dieses vom Moment der Entscheidung bis zur Auslieferung haben Sie eine gewisse Zeitspanne und die kann auch nicht verkürzt werden. Aber die Entscheidungen, was wir möglicherweise im September, Oktober brauchen, die müssen heute gefällt werden. Und deswegen werde ich und auch meine Kolleginnen und Kollegen nicht müde, das immer wieder zu thematisieren, auch wenn manche Leute etwas verstört sind, dass Frau Strack-Zimmermann ständig über Waffen spricht. Wir reden gleich weiter. Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist bei Koschwitz zum Wochenende.
Sie ist im Verteidigungsausschuss die Vorsitzende und hat natürlich die ganze Zeit mit dem Thema Waffen und dem Export in die Ukraine zu reden. Jetzt auch bei uns in dieser Sendung. Ich habe vorhin Frau Strack-Zimmermann mit Christoph Brumme gesprochen. Das ist ein Schriftsteller, der in der Nähe von Charkiw wohnt. Und der sagt, ich habe A, da ich Russisch verstehen kann, B, Augen habe, mitbekommen, und zwar schon weit bevor dieser Überfall von Wladimir Putin passiert ist, dass der eintreten wird. Hat das auch in der Neuen Zürcher Zeitung auch schon aufgeschrieben als Tagebuchnotizen, weil A, Zugschienen Richtung Grenze zur Ukraine gelegt wurden von Russlands Seite aus und eben auch die Propaganda in diese Richtung ging. Warum hat das unser Nachrichtendienst eigentlich nicht begriffen? Naja, er hat es schon begriffen. Also wir sind schon im Bilde darüber gewesen, das ist jetzt kein Geheimnis, was ich verrate, dass diese massiven Aufkommen passieren. Es gibt, wenn man sozusagen einen Überfall plant, gibt es immer zwei Komponenten, die von großer Bedeutung sind. Das ist die Logistik, das ist der Nachschub, auch den braucht eine russische Armee. Und das ist auch der ganze Sanitätsbereich, nämlich die eigenen Leute sozusagen Blutkonserven bereitzustellen, um eigene Soldaten, die verwundet sind, denen sofort Hilfe zukommen zu lassen. Letzteres passierte erst relativ spät. Russland macht immer Übungen im Frühjahr und Herbst. Das sind massive Übungen. In der Regel wird dann die NATO, vice versa, wenn die NATO übt, wird Russland bis dato eingeladen, damit man schaut, was machen die anderen Länder. Schlicht und ergreifend, um zu verhindern, dass es Missverständnisse gibt. Ja. Die Russen haben keinen mehr eingeladen. Also, dass die Situation sehr ernst ist, war allen klar. Ich glaube allerdings, dass die Hoffnung, dass es doch bleiben lässt, dass das obsiegt hat. Und ich sage das auch als deutsche Politikerin, ich schäme mich auch ein wenig darüber, weil wir sind in Kontakt mit Ukrainerinnen und Ukrainern. Wir sind in Kontakt mit den baltischen Staaten. Wir haben ja selber eine Battlegroup in Litauen. Wir sprechen mit denen, die an der Grenze zu Russland leben oder eine Grenze mit Russland haben. Und sie haben alle seit Jahren, schon vor der Annexion der Krim, letzteres war ja, wenn Sie so wollen, die Blaupause für das, was jetzt passiert, alle uns davor gewarnt. Und der Westen, nicht nur Deutschland, je weiter man weg war von diesem unmittelbar russischen Grenzberührung, haben gesagt, jetzt entspannt euch mal, so schlimm wird es schon nicht kommen und so weiter und so fort. Das ist beschämend. Ich erwarte auch von deutscher Politik, die diese Politik mitgetragen haben der letzten 10 Jahre, dass man das auch mal anerkennt und sagt, wir haben die Aggression durchaus gesehen, aber wir haben sie in der letzten Konsequenz unterschätzt und mich nervt es total, dass das nach wie vor nicht passiert. Insofern, ja, das konnte man zum Schluss sehen. Spätestens wenige Tage vorher, Sie erinnern sich, Wladimir Putin im Kreml, da kamen dann diese beiden Pausenclowns da von der Ostukraine, diese angeblichen Gouverneure nach dem Motto, da wurde diese Unterschrift geleistet, hatte ich noch gesagt einer Zeitung, das ist eine Kriegserklärung. Da habe ich mir dann direkt wieder einen eingefangen nach dem Motto, wie kann man so martialisch reden? Und genau das war's. Das war spätestens ein paar Tage vor dem 24. war klar, dass das passiert. Vielleicht ist es wichtig, auch für Sie zu wissen, es gibt eine Menge Soldaten in Russland, die bis zum Schluss geglaubt haben, sie seien in einer Übung. Und erst als die Panzer über die Grenze rollten und sie gesehen haben, wir überrollen da gerade Staatsgebiet, war vielen, vielen tausend Soldaten auf russischer Seite klar, wir sind jetzt im Kampf. Und Russland hat natürlich dann, weil sie eben nicht wirklich gut vorbereitet waren, am Anfang eben schwere Verluste hinnehmen müssen. Die Ukraine hat sich gewehrt, die NATO steht geschlossen, die EU steht geschlossen. All das, was passierte, hat Wladimir Putin null auf dem Schirm gehabt. Jetzt aber haben sie sich gesammelt und führen einen klassischen Artilleriekrieg, also Boden-Luft- bzw. Luft-Boden-Raketen. Und die Ukraine wird massiv mit schierer Masse unter Druck gesetzt. Und da müssen wir auch nach 115 Tagen immer wieder hingucken und ja, auch dem Kanzleramt, denn dort laufen die Fäden zusammen, nicht im Verteidigungsministerium, nicht im Außenministerium, nicht im Wirtschaftsministerium, sondern dort laufen die Fäden zusammen. Dort immer wieder sagen, Leute,
Wir müssen die Ukraine weiter unterstützen. Das, was jetzt zuläuft, ist gut, sehr gut. Aber wir haben immer gesagt, der Schützenpanzer Marder, die Bundeswehr hat über 350 Stück. Ich bin der Meinung, 50 davon kann sie umgehend und sofort, und zwar direkt an die Ukraine liefern. Die kann man innerhalb eines Jahres ersetzen durch die Industrie. Und ich werde auch nicht müde, und da bin ich auch nicht alleine, das zu fordern, weil das muss heute vorbereitet werden, wenn es im September geliefert werden soll. Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist bei Koschwitz zum Wochenende. Es gibt eine interessante Geschichte, von der ich nicht genau weiß, ob sie auch so stimmt. Sie sind, ich glaube, in einem Restaurant beleidigt worden nach dem Motto, Sie seien eine Kriegstreiberin. Was haben Sie da gemacht? Ja, also ich muss dazu sagen, in der Öffentlichkeit kommt mir sehr viel Wohlwollen entgegen. Es gibt viele Menschen, die mich ansprechen, ob ich im Zug bin oder unterwegs bin, und sagen Danke für Ihr Engagement. Die, die das alles ganz schrecklich finden, die toben sich im Netz aus, wie wir uns vorstellen können. Ich erstatte eine Menge Anzeigen, vor allen Dingen, wenn Klarnamen kommen und man mir nicht nur den Tod wünscht, dann hört das auf. Ansonsten sind wir ein freies Land, und wenn die Leute sich austoben wollen, können sie das. Das war etwas, ich bin an einem Restaurant auf der Straße vorbeigelaufen und wurde dann so aus diesem, das war so eine Currybude da, so eine Kentucky Fried Chicken Bude, und da rief einer raus, die Kriegstreiberin. Und es gibt Momente, wissen Sie, da gehe ich einfach vorbei und denke, du mich auch. es gab auch schon einen Moment, das ist jetzt etwas, dass ich jemand sagte, ja, klar, ich treibe es von morgen bis abends, am liebsten mit Panzern. Da war der natürlich vor Schreck, wusste er gar nicht, was er sagen sollte. In dem Kontext habe ich mich umgedreht und bin zurückgegangen. Man ist ja, wie gesagt, unterschiedlich im Kampfmodus, und habe dem gesagt, was haben Sie gesagt, hat das wiederholt. Und dann habe ich eben, das stand ja auch schon überall geschrieben, habe ich zu ihm gesagt, Arschloch. Ja. Und dann war der platt, weil ich jetzt vom Typus her, ich meine, ich bin 64, bin jetzt kein Jungspund mehr, glaube ich, hat er nicht erwartet, dass ich so etwas sage, war platt, die Leute drumherum lachten, das war für den natürlich der Super-GAU, wer will schon ausgelacht werden. Ich habe nachher gedacht, ach, war das eigentlich erforderlich? Ja, das war's. Und ich weiß, dass auch in linken und rechten Zeitungen darüber sofort, ja, Strack-Zimmermann betituliert einen mit Arschloch, der sie kritisch angeht. Nee, das war eins, oder der war eins, und das habe ich ihm mit einem Wort zu verstehen gegeben. Grundsätzlich aber akzeptiere ich, um das auch klar zu machen, man kann all diese Dinge völlig unterschiedlich sehen. Ich verstehe auch, dass Menschen Angst haben, dass eine Waffenlieferung unsererseits, so wie ja auch andere europäische Partner das machen, das zu einer harten Reaktion Russlands führen können. Ich akzeptiere das, und ich habe auch Verständnis dafür. Ich habe an der Stelle gemeinsam mit meinen Kollegen eine ganz klare Meinung. Und deswegen stehe ich auch so dahinter. Aber ich führe auch Gespräche, wo ich auch versuche zu verstehen, wieso man daran glauben kann, ernsthaft, dass es Wladimir Putin gibt, mit dem man am Tisch sitzt und sagt, jetzt komm, jetzt nimm mal deine Waffen und jetzt roll dich mal wieder ein und geh nach Hause. Wir wissen, dass das nicht passiert. Im Gegenteil, die Lust und sein Hunger werden nicht gestillt sein, sondern wenn er Erfolg hat und die Ostukraine an ihn fallen würde, würde er sich sammeln und würde in ein paar Jahren weitermachen. Das muss man in dieser Deutlichkeit einfach sagen, weil die Geschichte der letzten Jahre hat uns auch gelehrt, Wladimir Putin hat nie aufgehört, das heißt dann immer friedliche Koexistenz, dann sind alle immer wieder entspannt und dann geht es wieder los. Und jetzt ist der Moment gekommen, um zu sagen, die ganze freie westliche Welt steht jetzt auf, übrigens nicht nur wir in Europa, die Neuseeländer, vor allen Dingen die Australier liefern Waffen, die Japaner sind an der Seite der Ukraine, also auch Länder, die nicht nur weit weg sind, sondern auch sehr, sehr defensiv, gerade Japan ist sehr, sehr, sehr defensiv, was dieses Thema betrifft. Also die ganze westliche Welt ist elektrisiert, und das zu Recht. Das sagt eine Frau, die ich sehr schätze, nämlich die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages, die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen und auch für Ihr Interesse und dass Sie mir die Möglichkeit geben, dass wir gemeinsam das wirklich einfach den Menschen klar machen, der Krieg wird noch lange dauern, die Ukraine braucht uns, und es geht auch um unser Frieden und unsere Freiheit, und das muss man einfach immer wieder erklären. Ich danke Ihnen sehr. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.